Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wie geht was bei uns? Diesmal geht es ums Thema Angeln. Ihr habt es euch ja gewünscht. Ich werde ja auch mal ein bisschen die Umfragen einblenden. Da haben ja sehr, sehr viele Leute sich für Angeln entschieden. Und deswegen kommt jetzt das Angeln-Video. Ganz genau. Und dafür haben wir hier diesen kleinen, wunderschönen Steg vorbereitet, an dem wir euch das einfach so ein bisschen präsentieren können. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an. Und zwar, wie baut man eine Angel? Man braucht drei wunderschöne Stöcke. Braucht man zwei Fäden. Und dann kann man aus diesen drei Stöcken und den Fäden eine wunderschöne Angel craften. Wunderbar. Na, hier ist sie auch schon. Und dann marschiert man an ein Ufer. Wie, welche Art auch immer. Am besten im Regen. Da kann man die ganz schönen Tiere fangen. Ja, jetzt ist wieder schönes Wetter. Im Regen ist es zwar wahrscheinlicher, dass Fische anbeißen. Aber da ist natürlich nicht so schön, die ganze Zeit in den Regen zu lauschen. Deswegen angeln wir im Sommerwetter. Ganz genau. Und auswerfen funktioniert einfach, wenn ihr irgendwie am Wasser seid oder im Boot sitzt, funktioniert auch. Mit Rechtsklick auswerfen und, weiß nicht, vielleicht habt ihr es jetzt schon gesehen, wenn es soweit ist, kommt so kleine Partikel im Wasser, werden sichtbar und die schwimmen auf die Angel zu. Jetzt warten wir mal kurz, bis es kommt, dann seht ihr das nämlich. Dauert natürlich ein bisschen. Man braucht immer Geduld beim Angeln. Geduld ist so ein bisschen eine Kopfsache. Ja. 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 Ich glaube jetzt da kommen die Partikel und dann wird dieser Köder unter Wasser gezogen und erst dann müsst ihr wieder Rechtsklick machen, also wenn ihr die Maus natürlich so eingestellt habt, Rechtsklick machen, dass ihr die Angel wieder einholt und dann seht ihr, fangt ihr einen Fisch. Und beim Angeln ist es eben so der Fall. Mit einer Standardangel, so wie wir sie euch jetzt gerade zeigen, sind 85% der Sachen, die man fängt, Fische. 10% Trödel, also Müll, den man nicht braucht, Stöckchen oder sowas. Und 5% sind Schätze. Das können zum Beispiel Nametags sein. Nametags, ja, oder? So heißen die Namensschilder halt. Ja. Für die Tiere oder andere Sachen, die eben wertvoller sind. Genau. Und unter diesen Fischen gibt es da nochmal eine Abstufung, wie wahrscheinlich es ist, die dann zu fangen. Aber das ist jetzt Quatsch, die euch alle aufzuzählen. Muss einfach nur gesagt sein, dass der Kabeljau der häufigste Fisch ist, den man fängt. Ich glaube, das sieht man jetzt auch gut an deinem Inventar, oder? Naja, im Moment ist es leider der rohe Lachs am meisten, aber... Ja gut, der ist am zweitmeisten da. Der ist zweithäufigste Fisch, aber... Ihr seht schon, die häufigsten Fische werden am meisten gefangen. Genau, schauen wir mal, ob jetzt ja, noch einer, da kommt noch einer, ja. Und das war ein Kabeljau. Genau. Ja, und es gibt eben ein paar Möglichkeiten, damit ihr eure Angel verbessern könnt, damit das mit dem Angeln ein bisschen besser klappt, je nachdem auf was ihr zielt. Und das haben wir euch hier mal in der Kiste vorbereitet. Ich würde sagen, fangen wir mit dem linken an. Wir haben es jetzt hier über Bücher, zeigen wir es euch, aber diese drei Verbesserungen funktionieren auch ganz normal mit dem Enchantment Table. Genau. Dann haben wir ganz links die Haltbarkeit 3. Da seht ihr schon, dann ist eine Angel mit Haltbarkeit 3. Ich kann es mal demonstrieren. Und zwar, wenn man jetzt in den Amboss reingeht, die Angel reinlegt, das Buch mit der Haltbarkeit 3 reinlegt, dann kommt eine Angel mit Haltbarkeit 3 raus und es würde jetzt 3 Erfahrungspunkte kosten. Ist natürlich kostenlos in dem Fall, weil wir im Creative-Modus sind. Das gleiche geht natürlich für Glück des Meeres und eben Köder 3. Oder jeder genau. Köder. Dann würde ich sagen, nimm noch die drei Angeln mal mit. Ja, das klingt gut. Eins. Und dann sage ich euch mal ein bisschen was dazu. Und zwar Haltbarkeit. So wie der Name schon sagt, die Angel hält einfach länger. Ist jetzt nicht wirklich schwierig zu verstehen. Dann haben wir die Verbesserung Köder. Die sorgt dafür, dass in einer gewissen Zeit einfach mehr Fische anbeißen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel normale Angel man und es dauert, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 20 Sekunden, bis ein Fisch anbeißt, mit Köder 3 dauert es dann zum Beispiel nur noch 10. Also dafür ist diese Köderverbesserung. Und mit der Glück des Meeres Verbesserung erreicht ihr, dass die Wahrscheinlichkeit Trödel zu fangen einfach runtergeht. Das bedeutet Umkehrschluss, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Schätze fangt,
steigt an und auch, dass man Fische fängt, wird etwas höher, sodass ihr am Ende ich mit fast 90%iger Wahrscheinlichkeit... Oh, cool. Hast du ihn mit der Glück des Meeres gefangen? Ich glaube mit der Köder. Okay, ja, macht ja nichts. Ist ja mit jeder Angel möglich, sodass jetzt 90% fast Fische werden und 8% schon Schätze, statt 5% zu beginnen. So, ich lasse jetzt einfach mal, obwohl, nee, für die Aufnahme ist das wahrscheinlich etwas nervig. Ja, und diese Verbesserungen sind jetzt nicht nur einmal auf die Angel zu bringen, das heißt, ihr könnt zum Beispiel euch eine Power-Angel erstellen, die alles drauf hat. So eine habe ich jetzt zum Beispiel mit der Angel ich mal parallel mit. Und ja. Schauen wir mal, wer mehr fängt. Ja? Ich habe schon zwei Sachen. Ups. Was wir sehen, von der Angel runtergescrollt, dann verschwindet sie natürlich. Wird sie automatisch eingeholt. Schauen wir mal. Ist doch gemütlich. Schön am Ufer stehen. Bisschen Kabeljau angeln. Ich hatte einen Lachs. Ich sehe gerade auch, die Haltbarkeits-3 Angel ist noch nicht beschädigt. Der ist ja noch kein grüner Balken aufgetreten. Ja, siehst du. Und ich habe jetzt schon zwei Fische gefangen, während du erst eingefangen hast. Und da direkt jetzt den nächsten auch und einen Name-Tag direkt. Also ich habe jetzt zwei seltene oder zwei weniger häufige Fische und sogar schon einen Schatz gefangen. Man sieht also, dass der Köder auf jeden Fall was bringt. Oh, ich habe ein Buch gefunden. Buch. Durchschuss 4, Schlag 1, Stärke 4. Ja, also man kann, wie man sieht, man kann auch echt krasse Sachen finden. Von daher lohnt es sich, auf jeden Fall mal zu angeln, selbst wenn es sehr zeitaufwendig ist. Und man oft einfach nur Fische bekommt, aber wenn man dann einen Schatz angelt, ist das doch sehr cool. Und könnte weiterhelfen. In der Tat. Das verzauberte Buch war jetzt auch mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 14%. Das heißt, schon gar nicht so häufig eigentlich. Schauen wir mal. Ich will jetzt noch eine richtig seltene Sache finden. Komm, 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 komm. Muss man ein bisschen gönnen jetzt. Ja, oh, ein Kabeljau. Schade. Kommt hier noch was Schönes? Ich hab nichts Schönes, nee. Naja gut, dann würde ich sagen, war es das schon eigentlich soweit zum Angeln an sich? Ja, wir haben jetzt nur am Ende noch einen kleinen Funfact für euch vorbereitet. Genau, dann würde ich sagen, mal schön mal direkt zur Kiste. Ich fange hier noch meinen letzten... Oh, ich habe eine Enchanted Angel gefangen. Ernsthaft? Mit Haltbarkeit 3. Auch nicht schlecht. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. So, und zwar seht ihr das Ganze schon hier in der dritten Reihe, was wir da vorbereitet haben. Genau, und zwar wenn man eine Angel nimmt und eine Karotte, dann bekommt man, wenn man das craftet, wenn man jetzt nur wüsste, wie man es craftet, genau so, links über diagonal drüber natürlich, bekommt ihr eine Karottenrute. Jetzt fragt ihr euch, was könnt ihr mit der machen? Die könnt ihr natürlich nicht ins Wasser auswerfen, nein. Sie ist dafür da, um, jetzt kommt's. Wir brauchen dafür ein Schweinchen. Ein Schwein. Wir brauchen dafür einen Sattel. Genau. Oh, er hat den Sattel schon. Und dann kann man aufsteigen und kann das Schwein steuern. Ihr seht schon, da wo ich meine Maus hinbewege, wird das Schwein einfach hinlaufen. Und ist so quasi ein, euer Taxi. Ihr könnt es reiten. Es läuft zwar von alleine, man kann es nur lenken, aber man kann Schwein reiten. Ist jetzt natürlich ein bisschen langsamer, als wenn man selbst läuft, ist klar, aber man muss nicht selbst laufen. Das heißt, wenn Richtig. Ihr jetzt mal ein bisschen AFK sein wollt und bis ans Ende der Karte kommen wollt und sehr viel Zeit habt, dann setzt euch auf ein Schwein, stellt die Maus in die richtige Richtung und ab geht's. Natürlich auf eigene Gefahr. Das sowieso. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und wenn ihr noch irgendwelche weiteren Vorschläge habt oder Wünsche, was wir euch zeigen sollen oder vorstellen sollen, gerade in Bezug auch auf irgendwelche neuen Versionen, die kommen werden, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen.
Und ja. Genau. Vergesst nicht, auch unser Bienenvideo anzuschauen, haben wir nämlich letztens auch rausgebracht. Das ist schon quasi für die nächste Version, ist noch nicht offiziell raus, aber sehr interessant. Werde ich oben jetzt eine Infokarte verlinken. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss. Macht's gut.